mag diese bitteren Sachen nicht. Die tun mir immer so leid, die Pokémon. Also Leute, die in Pokémon spielen, ihren Pokémon absichtlich diese bitteren Sachen geben, wohl wissend, dass sie ihre Pokémon damit quälen, die treten auch Hundewelpen. Ich sag's euch. So. Auf 100% plus Platin müssen wir es dann spielen. Für welche Konsolen gab's OS X? Unsere Xbox 360 ist kaputt. Ja. Das heißt, wir können ja nur für die PlayStation 3. Ja. Aber die PlayStation 3 ist richtig scheiße zum Abgreifen. Ja. Wusstet ihr das? Dass die PlayStation 3 einen normalen HDMI-Anschluss hat, mit dem ihr vermutlich auch alles spielt. Allerdings kannst du diesen HDMI-Anschluss nicht in den Grabber stopfen zum Aufnehmen. Da ist eine Sperre drin, weil Sony das nicht wollte. Wenn du die PlayStation 3 aufnehmen möchtest, musst du es mit dem komischen Component-Kabel machen, mit diesem Dreierstecker. Es geht nicht per HDMI. Weil Sony sich dachte, wir hassen Let's Player und Streamer. Da ist in der PlayStation 3 eine Sperre drin dafür. Und deswegen hasse ich es, von der PlayStation 3 zu streamen. Aber passt doch zu dem Trash-Stream! Ist das hier überhaupt eine richtige Arena? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nämlich, es gibt nur 7 Arenen in Johto. Norbert hat zugemacht, Hartwig hat zugemacht und die neue Arena ist in Evergreen. Ist das Alabastia eigentlich? Oder was ist Evergreen? Stimmt, was ist Evergreen? Sag mir nichts. Doch, mir schon, aber ich weiß den deutschen Namen gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, aber da ist auf jeden Fall eine neue Arena. Ist das eine neue Stadt? Wirklich? Oh. Egal, aber auf jeden Fall. Da. Das kann auch sein, Kai. Ich bin heute verwirrt. Ich habe mich aber noch nicht... Wobei doch, ich habe mich heute selbst verletzt zur Verwirrung. Mehrfach. Bin heute verwirrt. Einigen wir uns da drauf. Ist interessante Musik hier drin. Will hier irgendwer kämpfen? Wer bist du überhaupt? Ach, das war ein Arenaleiter, ne? Der zweite. Das ist der erste Arenaleiter? Ach, guck mal, hier kannst du Arenaleiter Rematches machen. Wie interessant. Und hier ist Hartwig. Ah, das ist ja cool. Das ist wie in Platin mit dem Haus, wo jeden Tag andere Leute drin sind. Das heißt, Hartwig, der Leiter von Anemonia, hat seine Arena auch nicht mehr und dafür hat er hier diesen Treffpunkt. Ach, guck mal, der Heckersteller schon wieder. Der will auch kämpfen. Und du bist Silver. Achso, aber du willst gar nicht selber kämpfen. Ich soll gegen andere kämpfen. Das finde ich cool. Dann nehme ich aber, glaube ich, erstmal Sparky. Und der hatte Elektro, also packe ich mal Shuichi nach vorne. Ah, die ganzen Telefonnummern zu bekommen in HeartGold und SoulSilver. Ja, man konnte mit Sicherheit cheaten mit der Ingame-Uhr. Aber ich habe teilweise echt, wenn das so Zeitfenster waren, so ja, von 4 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens, dass ich dann wirklich teilweise vor der Schule noch eben schnell die Nummer gesnackt habe. Level 66, not bad. Das war teilweise schon anstrengend. Also da habe ich tatsächlich auch im HeartGold-Let's Play nicht gecheatet. Meine ich. Meine ich habe wirklich nicht gecheatet. Ich meine, ich habe wirklich alles regulär geholt. Und ich bin absolut kein Morgenmensch. Galvantula. Wenn das in irgendeinem anderen Spiel so ein Name wäre, würde ich irgendwelche ganz, ganz schlimmen Anfälle bekommen, weil das klingt halt echt so eine Riesenspinne für mich. Aber hier ist es okay. Einfach Wecker stellen und wieder schlafen gehen. Ja, aber trotzdem dieses aus dem Bett rauskommen,
ist trotzdem unangenehm. Also wir haben ja, als wir eins unserer Meerschweinchen immer morgens versorgen mussten, bevor Jan zur Arbeit gegangen ist, bin ich auch immer um 6 Uhr aufgestanden, habe das Meerschweinchen mit ihm versorgt und bin dann wieder schlafen gegangen. Aber es ist schon... Du bist schon tot. Innerlich. Der hat ein cooles Team übrigens. Mit Ille Voltec, Voltula und Lanturn. So ein Elektromono-Team. Ihr habt es, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich auch schon mal ein Elektromono-Team machen wollte. Fun Fact, das habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Ich habe ja eine Monotype in Pokémon Schwarz 2 gemacht, nämlich Monotype Boden. Ursprünglich wollte ich Monotype Elektro machen in Schwarz 2, aber ich dachte mir, das Team wäre einfach viel zu offensichtlich. Mit Ille Voltec, Voltula, Lanturn, Zapplerang und so weiter und so fort und Flunschlick. Dementsprechend dachte ich mir so, nee, das wäre irgendwie voll obvious. Deswegen habe ich dann keine Elektromonotype gemacht und dafür Boden. Dafür ist Flunschlick geblieben. Flunschlick hätte ich 100 pro genommen bei Elektro. Einfach um Leute zu trollen. Aber das Team ist echt cool hier. Ich glaube, ich werde die Gelegenheit mal kurz nutzen, um Sumpex wieder hochzuheilen, weil der Kreuzhieb hat schon ziemlich wehgetan. Ja, ich hatte auch mal an so lustige Dinge gedacht, wie quasi Fossilien, Monotype oder nur mit Pikachu-Klonen, also Pikachu, Minun Plusle, Pachirisu, Emolga und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das wäre ganz schön hart. Oder was ich auch mal witzig finden würde, wäre so ein Meme-Team. Mit Dumiesel, Bidifas, Zierpeise, all sowas. Aber wie weit man damit kommen würde, keine Ahnung. Fragwürdig und schwierig. Hast du Robustheit? Oder... Oh. Ja, einfach nur Pech, okay. Die Lelewoop. Ja. Oder auch sowas wie Muterpel oder so. Du kannst so viele witzige Pokémon in so ein Meme-Team einbauen. Aber ich bin sowieso jemand, ich überlege mir erstmal, welche Edition ich spielen möchte und dann gucke ich, was ich für ein Team baue. Aber ich glaube, wie gesagt, mit Glazed haben wir erstmal genug zu tun. Danach auf jeden Fall mal diesen Pokémon-Karten-Stream und dann schauen wir weiter. Ich möchte jetzt übrigens auch nicht alle möglichen Rematches hier machen. Ich wollte einfach mal so reingucken, wie die Teams so sind und wie hoch die vom Level her sind. Wir haben ja gegen alle auch schon mal gekämpft. Also doch, finde ich gut. Haben coole Teams. Aua. Wegen Elektro habe ich jetzt natürlich mit die besten Karten gehabt. Deswegen dachte ich mir, na, kann man da ruhig mal reingucken. Also sowohl vom Team her als auch von den Leveln her echt cool. Und vor allem ist es irgendwie noch mit am epischsten, nochmal gegen den allerersten Leiter zu kämpfen, weil das eben schon so lange her ist. Nice. Sagst du jetzt eigentlich irgendwas dazu? Ach guck mal, ich musste sogar einen besiegen, damit er wieder in seine Arena zurückgeht. Ah! Praktisch. Nee, das finde ich cool. Dass man hier nochmal so einen Ort für Rematches hat. Wenn man halt wirklich so ein bisschen länger vielleicht an Pokémon Glazed sitzt und auch vielleicht wirklich alles macht und alle Legis später fängt. Weil ich meine, das Spiel hat wirklich fast alle Legis. Dann kann man natürlich auch öfters mal hier ein paar Rematches machen, warum nicht? Nur für so ein Durchspielen wahrscheinlich eher weniger, aber ne, so allgemein. Ich meine, ich habe nämlich gelesen, dass das Spiel halt wirklich sehr, sehr viele Legis hat.
Wir haben ja auch schon so ein paar Orte gesehen, wo potenziell welche hätten sein können, ne? Und haben auch schon von so ein paar Pokémon gehört, deswegen passt das, glaube ich, schon ganz gut. Das finde ich aber auf jeden Fall auch kreativ, dass die Arena quasi einfach umfunktioniert wurde zu diesem Treffpunkt. Das ist besser als Norbert, der einfach komplett dicht gemacht hat. So, da kann ich schwimmen. Da kann ich hoch. Gehen wir erstmal nach unten. Hab ich Kraxler dabei? Ich glaube schon, oder? Los, Ibuki! Yay! Gut, dass ich das Sonderbonbon gefunden habe. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun würde. Das ist doch gut, Amaya. Paper Mario ist sowieso eine sehr empfehlenswerte Reihe, die sollte jeder mal gespielt haben, wenn er kann und wenn man halbwegs Interesse dran hat. Ich finde das sowieso immer schön, wenn Leute dann wirklich durch mich oder durch Jan Bock auf Spiele kriegen. Ein Heartstone, okay. Was war das denn nochmal? Nicht nur unbedingt, dass Leute sagen, okay, ich habe mir das Spiel, jetzt deswegen gekauft, sondern auch teilweise, dass Leute das wieder ausgekramt haben. Finde ich auch ganz schön. Ich meine, klar, Wirtschaft ankurbeln ist natürlich auch immer ganz nett. Gerade wenn es um Persona 5 geht. Aber ich finde es auch einfach schön, wenn Leute sagen, hey, ich hatte jetzt wegen deinem Let's Play wieder Bock auf Paper Mario zum Beispiel. Habe es jetzt noch ein zweites Mal durchgespielt. Das finde ich immer ganz schön. Gerade wenn es halt auch wirklich Spiele sind, wo ich halt auch selber sage, yo, die mag ich richtig gerne. Das freut mich einfach, wenn andere Leute dann auch Spaß mit den Spielen haben, mit denen ich eben auch Spaß habe. Das zeigt ja auch nur, dass ich ja, das in irgendeiner Form gut rüberbringen kann. Dass ihr sagt, yo, das sieht nach Spaß aus, möchte ich auch gerne machen. Das ist ja irgendwie schon so ein riesiges Kompliment. Und vor allen Dingen finde ich es immer schön, wenn man Leute auch zu Spielen bringt, die sie normalerweise selber nie ausprobiert hätten. Und das ist bei mir ja auch so. Ich hätte Hollow Knight alleine mit Sicherheit auch nie gespielt, wenn nicht so viele Leute in meinem Umfeld gesagt hätten, boah, richtig gutes Spiel. Ne? Finde ich immer schön, wenn man Leute da so ein bisschen zu bewegen kann. Aber manchmal ist es eben auch einfach so, dass man plötzlich, man hört den Soundtrack oder man sieht irgendwas vom Spiel und hat wieder total Bock drauf. Und im Gegenzug hat man manchmal Spiele, die vielleicht gerade neu rausgekommen sind und auf die man in dem Moment gar keine Lust hat. Ich habe immer noch Persona 5 Strikers hier angefangen rumliegen und habe es jetzt schon seit Monaten nicht weitergespielt, weil ich einfach so viel anderes hatte, was einfach Priorität hatte. Ist das Spiel deswegen schlecht? Um Gottes Willen, nein! Aber jetzt gerade fühle ich es einfach noch nicht. Huch, warum fehlen mir so viele Optionen plötzlich? Moment. Okay. Also manchmal hat man auch wirklich Spiele, die viel Spaß machen und die gut sind, aber jetzt in dem Moment haben sie einfach weder Priorität, noch fühlt man sie so richtig. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem Menü passiert ist. Ich gucke erstmal außen einmal. So ein Beutel wäre schon ganz nett wieder zu haben. Speichern ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber ne, Beutel wäre schon gut. Also wie gesagt, ich möchte schon auf jeden Fall Persona 5 Strikers spielen. Vielleicht auch auf Platin mal gucken. Nur hatte ich dann zu dem Zeitpunkt, als es rausgekommen ist, noch ein anderes Spiel. Und habe dann dementsprechend Strikers halt angespielt, weil ich einfach super neugierig war und auch für gut befunden. Aber wollte dann eben das andere Spiel erstmal fertig spielen und habe jetzt einfach noch genug anderen Stuff. Also noch fühle ich es einfach nicht, aber das kommt noch.
keiner. Also von daher gesehen, ich finde es immer schön, wenn Leute Spiele ausprobieren und da auch richtig Bock drauf haben. Das ist das schönste Gefühl überhaupt, wenn du ein Spiel spielst und du hast wirklich richtig Bock drauf. Und du sitzt auf der Arbeit und denkst dir so, boah, heute Abend kann ich endlich wieder suchten und freust dich einfach richtig. Das ist ein total tolles Gefühl. Und dementsprechend, wenn man ein Spiel vielleicht jetzt gerade nicht hundertprozentig fühlt, ist es überhaupt nicht schlimm. Deswegen ist das Spiel nicht automatisch schlecht. Und deswegen muss man sich auch nicht irgendwie schuldig fühlen. Irgendwann kommt der richtige Zeitpunkt. Also ich möchte auch noch Persona 5 Strikers, wie gesagt, spielen, was hier noch rumliegt. Ich möchte immer noch Persona 3 spielen. Ich möchte Ys 9 spielen. Ich möchte das Nier Remake spielen, wenn es kommt. Und ich möchte Pokémon Snap, das Remaster-Ding da. Ist gar nicht Remaster, das ist neu, ne? Das neue Snap spielen, wenn es rauskommt. Ich habe so viel Stuff, den ich spielen möchte. Wieso kann ich Kibo nicht von der Spitze tauschen? Was ist auf dieser Route los? Kann ich das in der Höhle? In der Höhle geht's. Hä? Ich bin verwirrt. Also, dass ich keinen Beutel habe, ist eine Sache. Dass ich mein Pokémon von der Spitze nicht wegnehmen kann, ist schon nochmal was ganz anderes. Aber hier geht's scheinbar weiter. Dann gehe ich erstmal nach unten. Hä? Ja. Also, wie gesagt, ich habe so viele Spiele, die ich potenziell noch spielen möchte. Und was mache ich? Richtig. Ich habe mir alle fehlenden DLCs für Anno 1800 gekauft und spiele das aktuell wieder. Obwohl ich schon 90 Stunden in diesem Spiel hatte und schon eine komplette Insel fertig hatte, habe ich das Spiel nochmal von neu angefangen mit allen DLCs. Es ist absolut hirnverbrannt. Ich habe es trotzdem getan. Richtig dumm, aber es macht Spaß. Also von daher gesehen, was ist denn hier unten alles? Da kann ich hoch. Wenn man Bock hat. Und was machst du hier? Groudon, Kyogre und Rayquaza. Ja, also nicht so interessant. Svenja hat Ys Persona vorangegeben. Wo ist meine Auswechselunterhose? Also je nachdem, dieses Jahr kommen ja noch einige Spiele raus. Aber Ys 8, auch wenn es nicht dieses Jahr rausgekommen ist, hat schon sehr viel Potenzial für Game of the Year bei mir. Wahrscheinlich auch mehr als Persona 5 Strikers, traurigerweise. Das Spiel war echt gut. Ich glaube es selber nicht, aber es ist eine Tatsache. Und wo bin ich jetzt hier? Auf einer Geheimwiese, okay. Was ich gerade noch im Chat gelesen habe mit Persona Content im Stream. Ja, ich hätte da prinzipiell auch Bock drauf, weil ich liebe Persona 5. Wer hätte es gedacht? Und ich meine, das ganze Stream-Layout ist auf Persona 5 ausgelegt und die Sub-Alerts und die Emotes und so. Problem ist einfach, dass Persona 5 Royal extrem lang ist. Das wäre halt schon so ein Stream-Projekt mindestens 6 Monate, wenn nicht sogar mehr wahrscheinlich. Ich meine, das ist ein 100-Stunden-Spiel. Und ihr habt gesehen, wie lange Berseria im Stream gedauert hat und Persona 5 Royal wäre noch länger. Und ich weiß halt zum einen nicht, wie extrem das Interesse ist, durchgängig. Also ist halt so die Sache, ne? Wenn ich jetzt so, sag ich mal, 2 Dungeons habe und ich merke dann, okay, gucken jetzt nicht so viele Leute und das Interesse ist jetzt nicht so da, dann wäre ich wahrscheinlich schon ziemlich sad. Nicht, weil ich unbedingt auf Zahlen achte, aber weil ich einfach finde, dass das wäre so ein Herzensprojekt. Das hätte auf jeden Fall möglichst viele Viewer verdient. Und wenn ich dann sehen würde, dass es eben nicht so ist und das Spiel ist halt super lang, ne, dann würde ich da wahrscheinlich sehr, sehr lange mit so einem Herzensprojekt sitzen,
was aber nicht so viele Leute gucken, was mich dann wieder traurig machen würde, ne? Und es würde halt auch sehr lange einen Slot quasi wegnehmen. Und Einschätzung jetzt ist Persona 5 Strikers wahrscheinlich genauso lang. Dementsprechend würden wir da auch ewig dran sitzen. Und ich würde immer erst Royal machen und dann Strikers, weil Strikers ja quasi danach spielt. Also wenn auch eigentlich nach Vanilla Persona 5, aber ne, auf jeden Fall nach dem Hauptspiel. Deswegen, wenn dann erst Royal und dann Strikers, und das wären halt beides so Mammutprojekte. Lust habe ich immer auf Persona 5, das ist so ein gutes Spiel, aber das muss man sich, glaube ich, schon echt genau überlegen. Das gleiche gilt halt auch für viele andere Spiele, die einfach dieses Jahr rauskommen. Oh, ja, stimmt. Also ich glaube, hier das Nier Remake. Keine Ahnung, ob ich das mal im Stream anspielen würde. Ich glaube, da wäre das Interesse wahrscheinlich auch nicht so groß. Pokémon Snap. Keine Ahnung, ob ich es im Stream anspielen würde. Weil ich muss dazu sagen, Schande über mein Haupt, ich habe das Original Snap nie gespielt. Das war noch, da war ich noch minimal zu jung für und ich habe es nie nachgeholt. Deswegen habe ich halt überhaupt keine Ahnung von Pokémon Snap. Also ich bin da, ich glaube, viele Leute, die es halt wirklich streamen würden, die sind totale Profis. Die kennen das aus ihrer Kindheit. Aber ich hätte überhaupt keine Ahnung. Oh. Ne? Deswegen. Die andere Sache ist, dass ich bezweifle, dass ich Snap zu Release streamen würde. Welcher Wochentag ist das? Ein Freitag, ne? Was ist das für ein Tag überhaupt? 30. Oh, ja. Die Sache ist, Pokémon Snap kommt an einem Freitag raus, was ideal für Streams ist. Am 30.04., wo ein gewisser Spottel an diesem Tag Geburtstag hat, der sehr, sehr, sehr gehypt auf dieses Spiel ist. Wir wissen, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er das an dem Tag streamen wird. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dementsprechend fast alle Leute dann dort sein werden. Deswegen weiß ich, ob sich das so lohnt, am gleichen Tag dann nochmal zu streamen. Weiß ich nicht, ob ich Snap machen würde. Also spielen will ich es auf jeden Fall. Gut, und bei hier Diamant und Perl, das haben wir eigentlich nie im Stream gemacht. Wobei ich mir dann ganz süß vorstellen könnte, wenn jetzt Jan und ich parallel streamen würden und dann so ein bisschen Let's Play-mäßig so Let's Play with Us, so von wegen, komm, setzen uns alle hin und spielen das Spiel jetzt zusammen gleichzeitig. Stelle ich mir schon ganz süß vor. Ich würde leider eine Woche lang jeden Tag 6 Stunden streamen. Stelle ich mir ganz süß vor, das Spiel so zusammen zu entdecken, aber dann wiederum, war das eine dumme Idee eigentlich, Shuichi reinzuschicken, wenn das Ding Laubklinge könnte, aber egal. Dann wiederum, wir suchten so viel. Ich glaube, am zweiten Tag wäre meine Stimme einfach tot. Deswegen wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich suchten wir das wirklich privat. Bei allen anderen Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, also Persona 5 Royal, Persona 5 Strikers, das Mir Remake, Pokémon Snap, ist halt so die Frage, wie groß das Interesse von eurer Seite aus wäre. Die Johto-Safari-Zone. Mhm. Die haben sie ja auch wieder eingebaut. Warum nicht? Johto-Safari-Zone. Oh, die gute Musik. Ach so. Also ist quasi so, wie wir es in Johto auch kennen, mit den verschiedenen Gebieten, die man so ein bisschen zusammenschieben kann. Und wo es die Hölle ist, Lavita zu finden. Ich erinnere mich. Gut, müssen wir jetzt natürlich nicht unbedingt rein, aber wir haben es zumindest mal gesehen. Neue Spiele, die ich selbst spielen will, schaue ich erstmal nicht so gerne im Stream. Das kann ich verstehen. Ich meine, so manche Dinge sind auch einfach übelst Hype. Wie zum Beispiel das PMD-Remake. Ach ja, du bist eine Fee. Schon wieder ganz vergessen. Also da konnte ich einfach nicht anders. Autsch.
komplett ausgeblendet, dass Knuddeluff. Okay, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Eine Fee ist. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe keine Ahnung, wie es das überlebt hat. Das hatte mich jetzt auch überrascht. Nee, also so manche Dinge, wie jetzt zum Beispiel das PMD-Remake, da bin ich dann so hyped, das muss ich zu Release machen. Ne? Das ist mir auch egal, wenn Leute sagen, hey, bitte nicht, ich will das Blend spielen. Das muss ich suchen. Wie gesagt, bei den anderen Sachen, also die Persona-Sachen habe ich ja schon erklärt, das sind halt totale Mammutprojekte, da muss ich einfach den richtigen Moment abwarten, wenn ich sage, yo, jetzt habe ich da Bock drauf, jetzt habt ihr da hoffentlich Bock drauf, jetzt habe ich viele kurze Projekte, die ich parallel machen kann. Passt. Ansonsten, da ich ja auch noch so viele andere Dinge habe, also wie gesagt, wenn ich mich jetzt irgendwann mal an Strikers setzen würde, was erstmal nicht passieren wird, weil Anno noch sehr lange dauern wird, ich glaube nicht, dass ich dann wirklich, bis die nächsten Spiele rauskommen, damit durch bin. Dementsprechend, selbst wenn Pokémon Snap und Nier rauskommen, werde ich sie vermutlich sowieso nicht direkt spielen, weil ich noch anderen Stuff habe. Deswegen würde halt auch nichts dagegen sprechen, die beiden Sachen irgendwann später, also ein paar Monate später, blind im Stream zu machen. Dann ist so der erste Hype durch. Die ganzen Streams dazu, zu Release, sind weg. Ihr habt die Spiele vielleicht auch schon gespielt, könnt dann auch zugucken. Und für mich ist es dann immer noch blind. Also das wäre schon eine Möglichkeit bei Snap und Nier, das irgendwann später einfach blind zu machen. Das muss jetzt nicht unbedingt zu Release sein. Ich glaube nur, worauf Jan und ich uns auch schon geeinigt haben. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, aber ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl. Wir werden ja vermutlich das Skyward Sword Remake streamen. Und ich nehme mal an, dass das auch zu Release passieren wird. Das heißt, das wäre ein Release-Projekt dieses Jahr, wo wir nicht drum rumkommen. Ich habe so ein bisschen Angst davor, weil ich mich an fast gar nichts mehr erinnern kann aus diesem Spiel. Aber ich glaube, ich kann mich davor nicht drücken.